Im dritten Anlauf hat es dann endlich funktioniert. Das Rückspiel gegen die Eintracht Stadtallendorf hat heute Abend hier in der Ursafarm Arena an der Kaiserlinde stattgefunden. Am Ende hieß es 4:1 für die SV Elversberg. Wir haben uns unterhalten mit Trainer und den Spielern. Till Hust, bitte. Ja, jetzt Nico Karger bei mir. Nico Karger heute mit dem zwischenzeitlichen 1:1 beim 4:1-Sieg über die Eintracht aus Stadtallendorf. Ja, dieses 1:1 nach einem Rückstand heute, war das vielleicht heute so ein bisschen der Dosenöffner für den Sieg später? Ja, ich habe gerade eben schon mal gesagt, ich hätte vorher schon 2-3 Tore machen müssen, sage ich mal. Kriegen dann ein unnötiges Gegentor, obwohl wir wieder das ganze Spiel machen. Fangen uns dann wieder ein Tor, wo auch keiner weiß, wie sie es jetzt gemacht haben. Haben dann aber gut geantwortet und auch verdient gewonnen. Wie hat sich jetzt nach dem Spiel gegen Frankfurt, was ja erst 3 Tage her ist, so die Zeit angefühlt? War da auf jeden Fall heute so eine Trotzreaktion der Mannschaft gefragt? Ja, aber wir haben uns da jetzt auch keinen Druck gemacht. Es war immer ein großes Thema, das Frankfurt-Spiel. Wir haben dann direkt Stadtallendorf ins Visier genommen und haben dann eigentlich mal ganz gut reagiert. Wir haben eben, wir haben ja kommentiert den Livestream, haben wir so ein bisschen gerätselt. Als Fußballer, englische Woche, mag man die oder wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich mag sie, weil das trainiert man ja wirklich. Nee, also es ist, ich bin wirklich ein Fan von englischen Wochen. Ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen, warum. Aber gut. Wie geht's dir derzeit? Wie fühlst du dich auch auf dem Platz in der Mannschaft? Ich fühle mich gut. Ich merke, dass ich langsamer oder dass ich jetzt rankomme. Ich fühle mich fit und das ist die Hauptsache nach der Zeit, sage ich mal, wo ich jetzt dann zwischendurch auch mal wieder raus war, wegen einer etwas kleineren Verletzung. Und jetzt geht's wieder bergauf. Samstag geht's dann auswärts zu Astoria aus Waldorf. Unter Waldorf, kannst du dir da schon irgendwas vorstellen oder wird das komplett Neuland für dich? Es ist komplett Neuland für mich. Ich habe da tatsächlich einen guten alten Bekannten, der da spielt, mit dem ich damals schon mal zusammengespielt habe. Deswegen freue ich mich darauf, aber Astoria Waldorf, beim Hinspiel war ich ja noch nicht dabei, deswegen weiß ich eigentlich gar nichts über den Gegner. Wird dann also neben dem Sportlichen auch ein familiäres Wiedersehen oder freundschaftliches Wiedersehen? Ein freundschaftliches Wiedersehen. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß dabei und kommt Samstag gut nach Waldorf. Vielen Dank. Danke. Ja, Horst, am Ende ein 4:1-Sieg über die Eintracht aus Stadtallendorf. Was liegt so zwischen deinem emotionalen Empfinden von Samstagnachmittag und heute Abend? Ja, es ist Samstag war schon bitter, muss man ganz klar sagen. Das trage ich auch noch in mir. Das ist so, so schnell geht's nicht. Ich bin froh, dass wir die Chance hatten, jetzt am Dienstag eben schon wieder zu spielen und ein anderes Gefühl dann eben mitzunehmen in die Woche und auch als Vorbereitung auf Waldorf. Dementsprechend sage ich, ist noch ein bisschen Zorn, Wut über Dinge, die ein 2:2 ermöglicht haben am Samstag, aber auch eine Freude über ein 4:1. Natürlich ein Ergebnis, was wir gebraucht haben, was sich zu Beginn schon andeutete, wo wir in der ersten Viertelstunde 2-3 Riesenchancen haben, wo einfach das Tor fallen muss und dann kommt der erste Angriff und es steht 0:1. Es ist einfach dann auch wieder ärgerlich, worüber wir uns ärgern dürfen, was wir besser machen müssen. Die Mannschaft hat dann Chancen gehabt und vergeben und Elfmeter nicht bekommen und brauchten dann ein bisschen Glück zum 2:1 und dann haben wir sie weiter ausgespielt und unsere Tore gemacht. Das können wir und das verlange ich auch und ich bin trotzdem froh, dass wir 4:1 gewonnen haben. Diese Führung aus dem Nichts, hast du da so ein bisschen gedacht, verkehrte Welt heute? Ja, es war, wie gesagt, vorher, viele Sachen waren ordentlich gespielt. Ja, wo du sagst, jetzt muss noch der Abschluss kommen und das Tor getroffen werden, was wir dann nicht gemacht haben. Und dann war es eher so, dass, glaube ich, das Ding abgefälscht ist von Luca und geht rein. Haben wir gebraucht und warum auch nicht? Ja? Wir haben schon in einigen Spielen auch mal Pech gehabt, deshalb darf auch mal ein bisschen Glück dazukommen. Wenn es dann auf die Siegerstraße führt, ist das auch anzunehmen. Also wir müssen da auch ein bisschen bescheiden bleiben und sagen, so, wir können auch mal so eine Führung nehmen und dann trotzdem vernünftig weiterspielen. Und klar ist auch, dass wir vorher vielleicht schon eine Führung hätten rausschießen können. Wird sicherlich auch Thema sein. Aber wie gesagt, erstmal wichtig nach dem Dämpfer am Samstag, dass wir ein Erfolgserlebnis haben und damit nach Waldorf fahren werden. Um noch einmal auf Frankfurt zurückzukommen, da hat es zwischenzeitlich auch 2:1 gestanden, am Ende 2:2. Heute hat es auch 2:1 gestanden, am Ende 4:1. Du hast von der Mannschaft gefordert, dass sie, wenn sie dann auch mal knapp führt, das auch bis zum Ende durchzieht und das, ja, die Punkte mit heimnimmt.
hat es soweit umgesetzt, oder? Ja, es ist natürlich qualitativ noch ein Unterschied zwischen Stadtallendorf und FSV Frankfurt, ganz klar. Und trotzdem hatte Frankfurt, glaube ich, eine Chance, zweite Halbzeit, und die war drin zum 2-2. Ne? Und wir müssen das Spieltempo einfach immer so hochhalten und den Gegner so unter Stress setzen, dass sie Fehler machen und dass wir nicht nur 2-1 führen, sondern auch ein 3-1 machen können. Ne? Und das war das Thema gegen Frankfurt. Wir müssen eine Führung, die knapp ist, auch immer so bespielen, dass wir saubere Restverteidigung haben, ohne Konter zu laufen. Aber das Spieltempo so hochhalten, dass der Gegner Fehler macht und wir einfach unsere Torchancen dann bekommen im Laufe der Zeit. Und das hat gegen Frankfurt nicht gepasst. Und hier hatten wir ein bisschen mehr Räume und auch nicht so einen ganz starken Gegner in der Verteidigung. Deshalb konnten wir dann auch das Ding auch gut zu Ende spielen. Aber das wird uns begleiten, dass wir Führungen, wenn sie knapp sind, einfach mit hohem Tempo weiterspielen und dabei eine vernünftige Restverteidigung haben. Du hast Baumgärtel für Neubauer und dann Nico Kager, der auch das Tor gemacht hat, für Schnellbacher gebracht. Was war heute die Idee jetzt im Vergleich zum Spiel am Samstag dahinter? Ja, es ist immer wieder unterschiedlich. Wir haben Jungs, Baumi war Stammspieler und dann auf der Tribüne, weil Maurice wieder gespielt hat. So ist es jetzt umgekehrt gewesen. Beide Jungs können die linke Seite gut bespielen und bearbeiten. Bei Nico hatte ich das Gefühl, dass er eine gute 1-gegen-1-Form hat. Im Sonntagstraining auch nochmal angedeutet und er einfach noch nie so richtig über längere Zeit auch mal Einsatzzeiten hatte. Ich hatte das Gefühl, dass er Tore machen kann. Hat er heute gezeigt, finde ich gut. Und ein Erfolgserlebnis für ihn. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, auch für alle. Dass wir da wirklich beisammen bleiben, dass wir Jungs am Start haben, die Selbstvertrauen haben. Und das müssen wir haben. Und dann werden wir auch erfolgreich sein. Tore machen dann am liebsten Samstag schon wieder auswärts in Waldorf? Ja, wir werden jetzt das Spiel kurz analysieren, aber dann schon wieder einen Blick auf Waldorf werfen. Ja, wir wollen einfach wieder 3 Punkte holen. Wir haben eine Bilanz, die ja mittelprächtig ist, weil wir 2 Unentschieden hatten nach Führungen, die uns ja von der Stimmung her drücken. Müssen wir jetzt abhaken und sagen, so, wir wollen mit Freude Fußball spielen und mit Lebendigkeit an den Start gehen und dann holen wir in Waldorf auch 3 Punkte. Vielen Dank. Gerne. Er kam, sah und traf gleich doppelt beim 4-1-Sieg der SVE über die Eintracht aus Stadtallendorf. Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg, zu den beiden Toren. Wie wichtig waren deine beiden Treffer heute für das Gesamtergebnis? Der Linienrichter sieht es ein bisschen anders. Also er sagt, war ein Eigentor. Also ich nehme die Glückwünsche gerne an, aber war, glaube ich, nur ein Tor. Aber ja, es war sehr wichtig, glaube ich, nach so einem Spiel gegen Frankfurt, wo wir ja, ein 2-0 einfach unnötig wieder verspielen, heute einfach 3 Punkte zu holen und ja, in der Tabelle auch ein bisschen zu klettern. Du bist ja immer sehr selbstkritisch mit dir, aber auch mit der Mannschaft. Wie angekratzt warst du nach Samstag? Ja, sehr angekratzt, muss ich sagen. Also wir hatten eigentlich alles im Griff, haben eine gute erste Halbzeit gespielt, hätten mit 2-0 in die Halbzeit gehen müssen. Ja, und die zweite Halbzeit war dann einfach zu wenig und ja, so verspielst du dann auch eine 2-0-Führung gegen Frankfurt. Aber wie gesagt, gute Reaktion gezeigt, gerade nach dem 1-0 heute, ja, was wieder aus dem Nichts fällt, dann so zurückzukommen, war, glaube ich, gut von der Mannschaft. Nico Kager hat gesagt, ihr habt euch dieses Unentschieden gegen Frankfurt jetzt nicht unbedingt anmerken lassen. Ihr habt das ganz gut weggesteckt. Habt ihr da als, sage ich mal, Führungstruppe, als Kapitän auch der Mannschaft was gesagt? Ja, dass es abgehakt werden muss. Ne? Also ich glaube, man kann lange trauern über irgendwelche Punkte, die man verloren hat. Das hilft einem nicht weiter. Wir müssen nach vorne gucken und so viele Punkte wie möglich noch holen. Nach vorne gucken, wie blickst du auf den Saisonendspurt auf Waldorf? Ja, jetzt geht es erstmal nach Waldorf. Da wollen wir wieder 3 Punkte holen, das ist klar. Waldorf kämpft gegen Abstieg. Ich glaube, die werden uns es wieder nicht einfach machen. Aber wir wollen natürlich einen Auswärtssieg holen. Und vielleicht auch deinen zweiten Treffer nochmal beim Schiedsrichter holen? Wäre schön, aber ich glaube, nichts zu machen. Der ist stur. Schade. Trotzdem sehen wir uns Samstag wieder. Vielen Dank. Ja.